Die richtet sich gegen Geheimdienstagenten, deren Vorgesetzte und Verantwortliche in den Geheimdiensten in der Bundesrepublik Deutschland, also Verfassungsschutz, BND, MAD und gegen bis hinauf, also deren Leiter in den Verfassungsschutzämtern, BND und so weiter, bis hinauf zu den Verantwortlichen in der Bundesregierung, Innenminister und Bundeskanzlerin. Das sind jetzt konkrete Personen, aber wenn man etwas gegen, also Sie haben es jetzt gesagt, gegen Agenten, Geheimdienste, kann man gegen so Institutionen und so nicht benannte Personen da eine Anzeige erstatten? Ja, das nennt sich dann gegen Unbekannt. Insofern ist es eine Strafanzeige gegen Unbekannt. Das ist ja oft so, dass man nur den Schaden, den Erfolg in Anführungszeichen einer Straftat weiß, aber nicht genau weiß, wer dafür verantwortlich ist. Dann nennt sich das Strafanzeige gegen Unbekannt. Insoweit ist es eine Strafanzeige gegen Unbekannt, die einzelnen Geheimdienstagenten, aber die anderen haben ja Namen und Adresse, die Verantwortlichen dafür. Nun habe ich gelesen, dass diese Anzeige 56 Seiten umfasst. Ganz schön lang. Was jetzt versuchen wir das mal ein bisschen verkürzt in ein paar Sätze. Was genau steht da drin? Wir haben ja nicht nur im Namen dieser drei Vereinigungen, Organisationen die Anzeige erstattet, sondern auch jeweils ein oder im Fall von Digital Courage zwei maßgebliche Mitglieder aus dem Vorstand, die persönlich auch von der Totalüberwachung betroffen sind. Das hat noch einen zusätzlichen Grund, dass nämlich im Falle, dass die Generalbundesanwaltschaft die Anzeige, die Ermittlungen ablehnt, ein sogenanntes Klagerzwingungsverfahren dagegen möglich ist, nicht von Organisationen, sondern nur von Einzelpersonen. Und deshalb haben wir die gleich von vornherein mit reingenommen, damit wir auch auf der Ebene weitermachen können und das zuständige Oberlandesgericht anrufen können, falls der Generalbundesanwalt nicht tätig wird. Also wir haben erstmal natürlich genau dargelegt, warum die betroffen sind, die einzelnen Organisationen und die Einzelpersonen, und dann den Sachverhalt, soweit er bekannt ist, der Totalüberwachung. Das stützt sich insbesondere auf die Dinge, die Edward Snowden enthüllt hat und auch aus dem Buch Geheimer Krieg gegen den Terror hier in der Bundesrepublik. Daraus haben wir bestimmte Fakten eben zusammengestellt. Das ist auch natürlich wichtig, dass man den Sachverhalt soweit möglich mitteilt. Und dann haben wir dargelegt, warum, welche Grundrechte und Menschenrechte dadurch verletzt sind. Das ist insbesondere das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das ja zwar nicht so im Grundgesetz stand, aber vom Bundesverfassungsgericht nach dem großen Volkszählungsboykott eingeführt hat. Das ist vielleicht auch ein Hinweis, dass es durchaus wichtig ist, wenn Initiativen und Menschen und Organisationen, Parteien Druck von unten entfalten, der dann schließlich dazu führen kann, dass man auch auf der Ebene der Justiz etwas durchsetzen kann. Und als zweites in das Grundrecht oder das Menschenrecht, kann man auch sagen, Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, das Recht auf Schutz der Familie und der Privatsphäre. Und das ist besonders wichtig und das haben wir auch weiter ausgeführt, weil ganz aktuell ein Bündnis von Organisationen in England einen Antrag beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gestellt hat, wegen der dortigen Überwachung durch den dortigen Geheimdienst, der ja eine große Rolle spielt, auch bei uns und in ganz Europa. Und der Europäische Gerichtshof hat im Eilverfahren die britische Regierung vor 10 Tagen aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen, einen ganzen Fragenkatalog zusammengestellt. Und wer sich da in diesem Verfahren auskennt, weiß, dass das bedeutet, dass die erste wichtige Hürde, an der die meisten Menschenrechtsbeschwerden scheitern, schon genommen ist. Das heißt, sie wurde angenommen als zulässig und die britische Regierung muss sich warm anziehen, um zu diesen ganzen Fragen Stellung zu nehmen. Ja, und schließlich haben wir dann ausgeführt, das ist der rechtliche Hauptteil sozusagen, welche Straftatbestände diese Indizien, die wir zusammengestellt haben, dann erfüllt. Und da geht es einmal um die verbotene Geheimdiensttätigkeit,
ist ein Paragraph 99 in unserem Strafgesetzbuch. Das ist ein Verbrechen mit einer Freiheitsstrafe, hohen Freiheitsstrafe bedroht. Dann geht es um die Verletzung der persönlichen Lebens- und des persönlichen Lebens- und Geheimbereiches nach Paragraphen 201 folgende in dem Strafgesetzbuch und Strafvereitelung. Und das muss natürlich sauber, wie wir Juristen sagen, subsumiert werden. Also aus den Indizien muss zusammengestellt werden, inwieweit dieser Tatbestand jeweils erfüllt ist, dass es keine Rechtfertigung gibt, etwa durch den sogenannten Krieg gegen den internationalen Terrorismus. Damit wird ja immer argumentiert. Deshalb ist es so notwendig, sowas zu machen. Aber das kann kein Rechtfertigungsgrund für diese Straftaten sein. Und wir haben noch ausgeführt, was in den Medien diskutiert wurde. Der Generalbundesanwalt führt ja seit einem halben Jahr einen sogenannten Beobachtungsvorgang, also noch kein Ermittlungsverfahren, sondern beobachtet und stellt zusammen und so weiter, war den Medien zu entnehmen. Aber es gibt einen Paragraphen 153d in der Strafprozessordnung, der sagt, es kann in Fällen, in denen die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland erheblich tangiert ist, kann das Verfahren eingestellt werden. Und da wurde schon in Medien diskutiert, ob das nicht hier auch der Fall ist. Wir haben das geprüft und kommen zum Ergebnisteil, dass da auch mit, dass das vorliegend in diesem Fall überhaupt nicht der Fall ist. Im Gegenteil. Und ja, das alles zusammen ergibt dann über 50 Seiten. Ja, Sie haben das jetzt gerade erwähnt, es gibt von britischen Bürgerrechtsbewegungen eine Klage gegen den britischen Geheimdienst am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Sie haben auch schon gerade erwähnt, dass das da auch schon eben die erste Hürde genommen hat. Sie versuchen das ja auf Bundesebene. Warum eigentlich? Warum gehen Sie nicht auch gleich auf eine Ebene höher? Man kann das in Deutschland nicht. Aha, okay. Wir müssen erst die nationalen Gerichte durchlaufen, um erst wenn die nicht bereit sind, abzuhelfen und hier die nötigen Schritte zu ergreifen, erst dann kann man überhaupt auf die europäische Ebene gehen. Und wir machen das ja zusammen von der Liga für Menschenrechte aus mit den Schwesterorganisationen in Frankreich, in Belgien und anderen Ländern, die das auch schon dort angegriffen haben, um dann später, wenn es notwendig ist, auch auf der europäischen Ebene das gemeinsam durchzuführen. Dann fiel vorhin auch Name Edward Snowden. Klang so ein bisschen, als müsste Edward Snowden jetzt als Zeuge hier auch geladen werden, in dem, also wenn es zum Prozess kommt, zur Verhandlung kommt. Jetzt erinnern sich natürlich alle daran, Edward Snowden wird schon viel diskutiert, soll der jetzt vor einen Untersuchungsausschuss oder nicht und dann doch nicht und so weiter. Könnte da nicht jetzt das gleiche Problem wieder auftreten? Natürlich, aber wir haben eben gefordert und auch begründet, warum das notwendig ist, dass er als der maßgebliche Zeuge einerseits und Sachverständige andererseits dringend angehört werden muss, schon im Ermittlungsverfahren, nicht erst, wenn es zu einer Anklage und einem Gerichtsverfahren kommt, sondern jetzt, um den Sachverhalt aufzuklären. Das Ermittlungsverfahren ist ja durchzuführen aufgrund der Indizien. Das sind ja noch keine gerichtsfesten Beweise, sondern es reicht, wenn man Indizien dafür zusammenstellt, was wir gemacht haben, und daraus die Möglichkeit folgt, dass ein Straftatbestand verletzt ist. Dann müssen Ermittlungen aufgenommen werden und in dem Rahmen der Ermittlungen muss Snowden angehört werden. Natürlich fordern wir auch freies Geleit, wenn er nach Deutschland kommt, und die Voraussetzung, dass der notwendige Schutz vor Auslieferung in die USA beziehungsweise Kidnapping durch ein US-Spezialkommando gewährleistet ist. Damit hätten Sie jetzt auch schon quasi die nächsten Schritte, die folgen sollten, so erwähnt. Bei der Bundesanwaltschaft ist das eingereicht worden, richtig? Ja. Gut. In Karlsruhe. Ja. Das wäre ja sozusagen auch das höchste Gremium. Wenn ich das richtig verstehe, also hier ja, in Deutschland. Das ist zuständig, weil es eben um diese Straftatbestände handelt, die ja in ganz Deutschland auf dieser Ebene auch durchgeführt werden. Wenn es sich gegen Bundesregierung auch richtet und so weiter, dann ist automatisch der Generalbundesanwalt und seine Behörde, nennt man auch die Bundesanwaltschaft, zuständig. Jetzt haben Sie uns dargelegt, was Ihr Standpunkt ist, worauf sich die Anzeige bezieht, was Sie vorwerfen. Natürlich ist das alles schön ausformuliert, klingt logischerweise so, als würden Sie recht bekommen.
Aber nun ist das natürlich in solchen Prozessen immer ein Abwägen und dann kommen andere Argumente. Wie schätzen Sie denn die Chancen ein? Was wird denn passieren? Da bin ich auch gestern schon oft nachgefragt worden. Wie sind die Erfolgschancen? Da muss man erst mal fragen, was ist Erfolg in dem Fall? In dem Fall ist ja Erfolg, dass die Totalüberwachung beendet wird. Und wenn diese Strafanzeige und das Ermittlungsverfahren und der öffentliche Druck dazu beiträgt, dann ist das schon ein großer Erfolg. Ob nachher Frau Merkel ins Gefängnis kommt, denke ich, ist zweitrangig. Da sie ja nicht vorbestraft ist, soweit ich weiß, hat sie auch gute Chancen, wenn es zum Gerichtsverfahren kommt, mit einer Bewährungsstrafe davon zu kommen oder gemeinnützige Arbeit leisten zu müssen. Aber das, denke ich, ist das Entscheidende, dass endlich diese Totalüberwachung vollständig aufgeklärt und beendet wird. Darum geht es ja letzten Endes bei dieser Anzeige. Und da wollen wir einen Beitrag zu leisten. Wir haben ja im nächsten Schritt, haben die drei Organisationen geplant und rufen dazu auf, dass auch andere Organisationen und Einzelpersonen sich dieser Strafanzeige anschließen. Nun wissen wir auch, dass, also best case, im besten Fall kommt es tatsächlich zur Verhandlung. Es wird ein Urteil gesprochen und es wird festgestellt, so, das ist alles nicht richtig, das muss abgeschafft werden. Nun wissen wir, dass so ein Urteil zwar bindend ist, aber dass es durchaus auch noch eine ganze Weile dauern kann, bis das auch umgesetzt wird. Mit welchen Zeiträumen müssen wir denn jetzt hier rechnen? Also überhaupt, jetzt haben Sie eine Anzeige gestellt, bis es jetzt zur Anklageschrift kommt, vergeht ja wahrscheinlich auch nochmal Zeit. Über welche Zeiträume reden wir denn hier? Ja, das ist natürlich schwer genau vorauszusagen. Es gibt da keine Fristen oder keine festen Zeitrahmen, in denen das passieren muss. Aber so nach den bisherigen Erfahrungen mit vergleichbaren Sachen, also etwa die Anzeige damals gegen Rumsfeld und andere wegen der Folterung, Guantanamo und so weiter, oder die Strafanzeige, die wir im letzten Jahr erstattet haben, wegen der Beihilfe aus Deutschland bei den gezielten Tötungen durch die US-Kampfdrohnen, denke ich, es kann so 1 bis 2 Monate dauern. Die Generalbundesanwaltschaft wird das prüfen und dann kriegen wir Nachricht, ob ein Ermittlungsverfahren durchgeführt wird oder nicht. Und ob und wie lange das dauert, also wenn, nehmen wir mal an, Snowden soll tatsächlich gehört werden, was wir ja verlangen, das muss alles gründlich vorbereitet werden auf diplomatischem Weg, über Rechtshilfe und. Da gibt es viele Fragen zu klären, das kann Monate dauern, bis es dann dazu kommt. Und ob das Ermittlungsverfahren dann in diesem Jahr abgeschlossen wird oder noch länger dauert, das ist unklar. Es gibt ja Ermittlungsverfahren, die dauern Jahre. Nun, das hängt alles auch mit davon ab, denke ich, wie das in der Öffentlichkeit diskutiert wird, wie der öffentliche Druck ist. Der Generalbundesanwalt schwebt ja nicht in der freien Luft, sondern die Arbeit wird ja von den Medien, von der Öffentlichkeit kritisch begleitet. Und deshalb denke ich hier, dass es ganz entscheidend auch da wäre, wie das in der Öffentlichkeit weiter aufgenommen wird.